Moin Leute, gestern war ja das Serienfinale von WandaVision gewesen. Meine Fresse, was war das überhaupt für eine Serie? Meiner Meinung nach, deswegen habe ich gedacht, bevor ich diese Analyse mache, mache ich erstmal hier eine kleine spoilerfreie Kritik. Also, das ist wieder eine neue Folge Nerdcheck. Ich bin Dennis und wenn du Bock hast auf weitere Superheldenfilme, Serien, natürlich auch normale Filme, die ich besprechen soll, dann lass doch gerne ein Abo hier. Und ich würde sagen, Leute, los geht's! Ja, Leute, seit gestern wissen wir, dass WandaVision zu Ende ist. Und natürlich, sie hat 9 Folgen. 9 Folgen, durchschnittlich gehen sie so 35 Minuten. Und die letzte war jetzt halt 49 Minuten lang. Das war auch die längste Folge in dieser Staffel, also in dieser Serie. Weil ich bin nicht der Meinung, dass es noch eine zweite Staffel geben wird, weil es macht keinen Sinn. Na, auf jeden Fall ist es natürlich der Startschuss der Phase 4. Und man kann eigentlich auch sagen, das ist natürlich die erste MCU-Serie, die wir da jetzt gesehen haben, die wirklich das weiterführt. Und da war man natürlich sehr skeptisch, kann sie denn wirklich nach Avengers Endgame anknüpfen an diesen Erfolg der ganzen Marvel-Serien und Filme? Und ich muss sagen, ja, das kann sie schon mal vorweg. Aber ich sage euch gleich genau, was ich denn halt gut fand, was ich schlecht fand. Und da fange ich jetzt einfach erstmal an mit den guten Sachen. Beginnen wir erstmal mit dem Drehbuch, was mir wirklich sehr gut gefallen hat. Das muss ich einfach so loswerden. Einerseits das 8-köpfige Team, was es da geschaffen hat, das hat einfach eine gute Sache da geschaffen. Also die Serie ist mitten im Hype jetzt gestartet. Viele YouTuber, auch, natürlich auch ich, und dann auch bei TikTok und so weiter, da haben die natürlich sehr viele Theorien drüber gemacht, was die Serie noch mehr gepusht hat. Und da muss man auch sagen, ist die Story auch sehr wichtig. Und die hat das ja einfach so umgesetzt. Sie war nicht vorhersehbar, man hat mal versucht, was durchzuschauen. Das hat man aber nicht geschafft als Zuschauer, meiner Meinung nach. Und diese Serie lebt natürlich auch von Theorien und das hat natürlich auch wahrscheinlich nochmal die Einspielergebnisse, die Zuschauerschaft nochmal erhöht. Wenn man auch bedenkt, dass die ersten 3 Folgen sehr, ja, sehr crazy, weird sind, auch die Charakterzeichnungen sind sehr, sehr crazy, muss man aber sagen, es war eine ganz andere Serie im MCU. Und dass man das auch weiter anknüpft an diese Sachen des Marvel Cinematic Universe, muss man sagen, das haben sie wirklich gut umgesetzt. Es gab eigentlich keine richtige Füllerfolge meiner Meinung nach. Es war nicht langweilig. Ich sag ja, das Storytelling war sehr gut gewesen. Ich war nie halt gelangweilt. Und natürlich auch, ja, es waren sehr gut geschriebene Figuren, Szenen. Also man kann sagen, ich habe mir auch Sachen dann halt als Theorien gesetzt. Ich war nicht enttäuscht, wenn die nicht aufgetaucht sind, aber es gab für mich natürlich auch Comic-Referenzen. Und die fand ich auch sehr gut als Comic-Fan. Einerseits, wenn man nur das MCU gesehen hat, dann ist man auch nicht enttäuscht. Man braucht eigentlich diese Comic-Referenzen nicht. Es wird einfach ja nur erklärt, warum es um diese Person Wanda geht und hier um Vision. Und so sehe ich auch das Drehbuch und für mich würde ich ein starker Punkt für das Drehbuch. Natürlich müsste man dann weitermachen mit der schauspielerischen Leistung. Ich fand auch die sehr gut von Elizabeth Olsen und von Paul Bettany. Das waren ja die Hauptcharaktere. Mit Catherine Hahn, die ja natürlich die Agatha Harkness ja gespielt hat. Und ich muss sagen, dieses Trio hat wirklich sehr was gut umgesetzt. Natürlich auch die anderen Schauspieler haben meiner Meinung nach sehr gute Leistung gezeigt. Und für eine Superhelden-Serie, so ein bisschen mit Drama drin, sag ich mal, ist das wirklich eine gute schauspielerische Leistung. Sehr dramatisch manchmal, actionreich dabei. Ja, und das fand ich auch wirklich sehr gut. Dann kommen wir zu den Visual Effects. Die sind am Schluss bei Episode 9 so ein bisschen, sag ich mal, untergegangen. War nicht schlecht, aber wenn man überlegt, das Budget lag bei 250 Millionen US-Dollar, hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber man muss auch bedenken, es sind 9 Folgen, es ist länger als ein Film. Und das Budget für Visual Effects kann natürlich schnell aufgebraucht sein. Die waren immer noch gut, aber ich habe das teilweise in Kommentaren gelesen, dass sie auch gesagt haben, ja, ging gar nicht und so. Ja, ganz ehrlich, man hat, glaube ich, so hohe Standards mittlerweile. Ich fand sie in Ordnung, die waren nicht schlecht gemacht und das hat sich eigentlich durch die ganze Serie, sagen wir mal, durchzogen. Und ja, da kann man sagen, es ist in Ordnung. Für die CGI würde ich so solide bis gut geben. Und was gefiel mir eigentlich nicht an der Serie, sage ich mal? Klar, wenn man sich natürlich zu viele Hoffnungen macht auf irgendwelche Theorien, verbaut man sich das ja selber. Und deswegen gehe ich da mal so ran. Klar, freue ich mich, wenn eine Theorie aufgeht, aber auch eine nicht aufgeht. Sag ich mal, dann muss man sagen, ja,
das macht das MCU richtig. Man muss nicht auf die Comic-Fans eingehen. Man scheißt da eigentlich so gesehen drauf. Man macht seinen eigenen Weg. Und wenn man das natürlich zu stark an den Comics anlehnt oder anderen Sachen, dann muss man auch sagen, ist es irgendwie auch langweilig. Und das finde ich halt sehr geil an dieser Serie WandaVision. Sie hat einfach wirklich bewiesen, dass sie es wirklich wert ist zu schauen. Und was ich vielleicht ein bisschen noch bemängeln könnte, ist natürlich das Ende. Das war so ein bisschen zu schnell. Eine Episode hätte es vielleicht ja nochmal gut getan, sag ich mal, wenn man 10 Episoden gemacht hätte. Weil man hat sich so ein bisschen mit Ende ein bisschen, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen verzettelt und wollte zum Schluss kommen. Das ist aber auch immer das Problem bei irgendwelchen Serien. Aber das muss man sagen, so als kleiner Kritikpunkt auch nochmal anzusetzen. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Ne? Klar ist sie in manchen Punkten vielleicht ein bisschen ruhiger, hätte ein bisschen mehr actionreicher sein können. Das kann man vielleicht auch noch ein bisschen bemängeln. Aber ansonsten ist das eine sehr gute Serie. Also ich habe da kaum was zu bemängeln. Klar kann man sie nicht vergleichen mit Avengers Endgame oder so weiter. Das ist mir schon klar. Aber wenn man das so sieht, auch gut. Man kann natürlich den Abspann bemängeln, der halt zu lang war. Das ist ein Kritikpunkt, den man bemängeln kann. Es gab auch Post-Credit-Szenen. Es gab halt Mid-Credit-Scenes und natürlich Cliffhanger. Und das werde ich natürlich in der Analyse noch weiter ausbauen. Im Ganzen kann man als Fazit setzen, es ist wirklich die erste MCU-Serie, die einen fesseln packt. Man möchte jeden Freitag wissen, was da abgeht. Und man setzt sich da Theorien. Ich habe mir ja auch immer meinen Zettel und Stift genommen. Und man macht, jeder hat es gemacht. Und man verbindet sich einfach wieder in dieser Sache. Und das war auch ein bisschen weg. Der Marvel-Hype war ein bisschen weg gewesen. Und jetzt war er wieder da mit WandaVision und sehr geilen Charakteren. Und das Ende hat einfach nochmal so ein bisschen getriggert. Und im Ganzen ist es einfach, ich habe eigentlich keine Folge, die ich wirklich schlecht fand. Es war, jede Folge war anders und verschieden. Und das muss man erstmal schaffen. Und dann noch auch so ein bisschen dieses RGB-stylische Stilmittel reinzubringen mit den Hacks. Boah, geil. Also Leute, ihr merkt schon, ich schwärme von WandaVision, ich bin nicht enttäuscht und ich würde der Serie auf jeden Fall eine 8,5 von 10 geben. Sie ist es wert zu schauen. Wenn du die ja noch nicht gesehen hast, sag mal auf Disney Plus, ich glaube mal nicht, dass sie auf Blu-ray rauskommen wird, das glaube ich eher weniger, dann schau sie dir an auf Disney Plus. Sie ist wirklich wert, geschaut zu werden. Und ja, Leute, ich will mal eure Meinung dazu hören, ab in die Kommentare. Schaut vielleicht morgen nochmal rein, wenn es die Analyse online geht. Natürlich das Ende erklärt, was da so, wie es weitergeht. Ja, ich würde sagen, wenn ihr natürlich diesen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert das mal hier gerne. Und ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.